Hallöchen, Leute, und willkommen zurück im nächsten Kampf der Gruppe H. Wir haben Sonic 1554 gegen Mr. Dragon Snapper. Und an meiner Seite ist... Herr DK. Oh, suche ich so mal. Vollkommen richtig. und Dreck war, das wird jetzt für den Zuschauer wieder uninteressant. Der Kampf hat wieder eine schlechtere Qualität. Ich blicke überhaupt nicht durch. Ja, du bist halt nicht so bewandert, was das Rendern angeht. Das ist schon verständlich. Überhaupt nicht. Ganz im Ernst. Ich bin froh, wenn der ganze Kram auf YouTube ist und dann fertig. Jedenfalls den Hammer. Link gegen Falco. Wir sehen wieder eine Stage, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Nee, in Gruppe H. Die kenne ich gar nicht. Was ist denn das für eine Stage? Ich glaube, Final Destination heißt das. Echt? Habe ich da noch nie von gehört. Auch in der Charakterwahl sehen wir eigentlich nichts Neues, denn beide hatten auch mit diesen Charakteren in ihren ersten Spielen gegen Marcel, wo sie bravourös in den Boden gerammt wurden. Ja, eingesetzt. So kann man es ausdrücken. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt im Endeffekt ausgehen wird, weil ich glaube, da sind die Skill-Level ungefähr angeglichen. Ja, wobei, da kassiert Erik auch ordentlich. Ja, der kriegt schon richtig aufs als Festbrett. Und das von Falco. Ja, vielleicht haben wir ihn falsch eingeschätzt. Vielleicht war er wirklich zu nervös gegen Marcel und hat sich jetzt quasi eingespielt. Genau. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob das, die Kämpfe, wie wir sie in der Reihenfolge jetzt hochladen und kommentieren, sind auf keinen Fall die Reihenfolge der Kämpfe, wie sie auch aufgenommen wurden. Ja, das ist doch super. Dann macht es vollkommen Sinn, dass wir uns auf vorherige Videos beziehen. Nein. Moment. Das hast du mich falsch verstanden. Ich verstehe dich niemals falsch. Die Videos, wie... Das ist lieb von dir. Die Videos, wie wir die jetzt kommentieren und wie wir sie hochladen, das ist schon gleich. Aber ich meine, wie die Kämpfe damals an diesem Tag stattgefunden haben. Ach, das meinst du? Ja. Wusste ich gleich. Richtig. Du verstehst mich nämlich immer. Ja, natürlich. Also, das Video geht eine Weile, heißt, wir dürfen hier noch einiges erleben, auch wenn das gerade echt ziemlich einseitig aussieht. Findest du? Ich finde schon, guck mal, der hat ein Leben Vorsprung, gleich verliert ja, Erik sein zweites Leben. Das ist richtig, ja. Ich sag ja, da kommt noch irgendwas. Vielleicht ist Link ja einfach nur sein Charakter, um so vorzutäuschen. Guck mal hier, ich bin gar nicht so gut und dann kommt Snake oder so. Aber ich habe auch hier das Gefühl, die sind ein bisschen arg vorsichtig. Ja, ich brauch schon lange, weil ich dachte, komm schon. Ja. Oder ja, ist es ein Wort, komm schon? Komm schon. Komm schon, wo bist du? Bist du? Was lernst du? Hast du nicht gelernt? Ach, schön. Aber das sieht auch wieder recht eindeutig aus, ja. Ja, doch. Sensei. Komm schon. Könnte auch so ein Name für so ein Pokémon sein. Komm schon, komm schon. Bring hier die Leute bei Nintendo nicht auf irgendwelche Ideen. Ich sag nur Eknatol und Kukmada. Ja. Da verliert er sein erstes Leben. Ja! Da freut er sich. Sein erstes K.O. in diesem Turnier, glaube ich. Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Wenn der Kampf tatsächlich nach dem gegen Marcel folgte, dann ja. Oh, jetzt räumt er auf. Ja, aber mittlerweile, er scheint wieder ins Spiel zu kommen. Link, eigentlich auch ein echt nicht besonders guter Charakter. Aber ich muss sagen, ich spiele echt gerne mit Link. Ich nicht mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann ja zu 100% mit ihm umgehen. Ich habe sowieso ganz, ganz wenige Charaktere, wo ich sage, die kann ich einigermaßen. Solange ich nicht von irgendwelchen Internet-Lags gebremst werde. Kirby zum Beispiel, genau. Ich muss jetzt nachgucken, mal eben. Ich habe das hier alles hier offen. Ich will wissen, welcher verdammten Gruppe du warst. Jetzt wird keine Ruhe. Gut, Gruppe H ist auf jeden Fall die letzte. Das heißt, dein letzter Kampf ist bereits hochgeladen. Wir können sagen, dass du bravourös versagt hast. Ich habe nicht versagt. Ich wollte nur die restliche Gruppe nicht demoralisieren, das ist ein Stimmt. Unterschied. Gruppe F war übrigens deine. Ja, wusste ich. Ja. Ich bin Gruppenleiter, das musste ich natürlich wissen. Richtig. Ist ja auch gar nicht lange her oder so. Ja, mal gucken, weißt du, wann das Ankündigungsvideo hochgeladen wurde? Das war schon ein gutes halbes Jahr her, ne? Mitte April. Ja. Und damit ihr Bescheid wisst, wir haben jetzt gerade in diesem Moment den 24. Oktober. Wenn ich sowas nochmal mache, so ein Turnier, dann werde ich irgendwie mal mir was anderes, eine andere Regelung ausdenken müssen, weil das geht ja gar nicht. Ja.
Ja, aber bisher sieht es wieder ganz nach aus, als ob... Ja. Was wolltest du sagen? Erik rausfliegt. Oh! Szenenwechsel, oh. Szenenwechsel! Unglaublich, wir haben eine andere Map und eine meiner Lieblingsmaps, muss man dazu sagen. Mhm. Und mit einem Gourmet Race Remix. 1, 2, Waffe 3! Wir erleben Erik wieder mit Mars, das auch beim gegen Marcel als zweites eingesetzt. Was ihm nicht viel gebracht hat. Das ist vollkommen korrekt. Na, aber. Aber bisher schlägt das sich, glaube ich, ein bisschen, naja, wohl, ziemlich gleich auf im Moment. Oder noch kann man nicht viel sagen, aber recht, ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, das sieht recht ausgeglichen aus. Ja. Nein. Erik, Sehr schön. Ja, ich hatte gerade wieder Hoffnung, dass der Dragon Snapper vielleicht nochmal was rausholen kann, aber so wie das jetzt schon wieder anfängt. Nee, das war tatsächlich nichts. Wobei, ja, schau mal, er haut schon wieder ordentlich raus. Oder? Wobei, er scheint gegen Falco stärker zu sein. Was ihm aber nichts bringt, weil er sich selber umbringt. Ja. Kaum sage ich, das kriegt er aufs Gesicht. Man könnte fast meinen, wir rufen das irgendwie hervor. Schlechtes Karma oder sowas. Oh ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendjemand von der Kanone getroffen wird. Ja, das war die Antwort darauf. Er hat als erst... Ah ne, er hatte schon Leben verloren, stimmt. Richtig. Völlig verdrängt. Ach, oh je, Leute. Im Hintergrund epischer Metal Gourmet Race. Oh ja. Double Bass. Oh. Und wird jemand erwischt? Das ist immer so ziemlich der peinlichste Abgang. Nee, vorher macht er so einen Abflug. Ich frag mich echt, wer da beim Nintendo oder Musikstudio bei den Arrangements saß und ich dachte, Gourmet Race, wie könnten wir das arrangieren, damit es klingt, wie es zu Kirby passt? Ich pack mal die Double Bass raus! Sehr gut. Hey, wir haben doch noch diese übelste Death-Metal-Band übrig. Ja, die nehmen wir! Für Kirby? Ja, klar! Normal! Weißt du übrigens... Oh! Ja, so viel zur Kanone. Weißt du bestimmt, dass der Entwickler von Kirby, der Erfinder von Kirby, auch für die ganzen Smash Bros.-Teile verantwortlich ist, als Producer und so, ne? Ja. Ist ja auch schon aufgefallen, dass man das überhaupt nicht merkt. Vor allem bei Brawl. Ach Quatsch. Wenn überlegen wir mal bei Brawl. Erstmal zwei, gut, ja, da kann man jetzt geteilter mal drüber sagen. Erstmal zwei Charaktere von Kirby kamen dazu. DDD und Meta Knight, ne? Ja. Dann etliche Stages. Ja. Von Kirby. Und Remixes. Ja. Und dann natürlich noch die interessante Sache, die ich mal wieder beobachte. Also ich habe das neulich jetzt wieder durchgespielt, dieses Sub-Home-EMC, und das ist mir echt aufgefallen, dass die Kirby-Charaktere eigentlich quasi die Helden sind und die das gar nicht alles hätte möglich sein können. Richtig. DDD, weil er diese Sticker verteilt und Kirby, weil er einen Sticker davon gefressen hat. Richtig. Komisch. Ist aber tatsächlich so, dass im Subraum-MC gerade die drei Charaktere eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Richtig. Auch Meta Knight. Deswegen, naja, lassen wir das einfach mal so stehen. Ach, lassen halt. Ja, zum Glück sind auch Gegner wie Tabu und Meisterhand überhaupt nicht von Gegnern aus Kirby's Fun Pack oder so inspiriert. Nein. Und übrigens war das gerade extrem knapp, sehe ich gerade. Ist richtig. Aber wir mussten uns ja... Oh, schau mal. Eine jetzt? Ganz andere Szene und ein anderer Charakter. Jetzt bin ich schon ein bisschen beeindruckt, Gruppe H. Respekt. Das ist schon ungewöhnlich. Aber diese scheiß Pikachu, was soll das? So. Luigi's Mansion, mag ich sehr, die Stage. Echt? Ja. Ich kann mit der nicht wirklich was anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich ehrlich gesagt immer abgelenkt werde, weil ich immer dazu verleitet bin, das Haus kaputt zu machen, als meinen Gegner kaputt zu machen. Da hast du irgendwas falsch verstanden. Hallo, hier bin ich. Ja, ich mache gerade das Haus kaputt. Ja, Moment, ich bin gleich soweit. Und wir haben Lucario. Übrigens, einer der Charaktere, die ich auch nicht mag, also zum Spielen, weil... Kann ich voll nicht mit umgehen. Nee, überhaupt nicht. Cool.
Ich dachte eigentlich so, als Mewtwo dann quasi ihm zuliebe abgeschafft wurde, sag ich mal, dass es sich zumindest ähnlich spielt. Gar nicht. Überhaupt nicht. Schon das Einzige ist, dass er die Kugel hat. Ja, ist richtig. Also mit Mewtwo konnte ich noch einigermaßen umgehen. Mewtwo habe ich auch echt gern gespielt und ich finde es echt schade, dass sie ihn rausgenommen haben. Ja, ja. Weil Mewtwo ist ja eigentlich so ein, ist also, wichtig, ich nenne es mal wichtiger, sage ich mal, als Lucario für die Pokémon-Geschichte. Aber irgendwie auch verständlich, dass sie was Next-Gen-mäßiges reinpacken wollten. Ja, okay. Du musst natürlich die Massen irgendwie befriedigen. Richtig. Das heißt, beim nächsten Smash Bros. Kommt da wahrscheinlich Zoroark rein. Wenn die Edition dann doch aktuell sein sollte. Man weiß es ja nicht. Aber das sieht apropos im Moment schon... Ja, was schätzt du, welche Charaktere, weil es ist ja auch so bei von Melee of Brawl gewesen, und was für Charaktere werden nicht den Sprung schaffen, falls es ein neues Smash Bros. Geben sollte? Also, falls es eins geben sollte, kannst du schon mal so nicht stehen lassen, denn es wird definitiv eins geben. Wurde das angekündigt, echt? Aber ja, von anderen Producer, oder? Nein. Der, echt? Hat der nicht am Ende von Brawl gesagt, ich mache auf keinen Fall mehr Smash Bros.? Nein. Es ist tatsächlich angekündigt für 3DS und Wii. Oh. Beziehungsweise, Quatsch, für 3DS und Wii U, so muss man sagen. Arbeitstitel war Super Smash Bros. Strive. Aber ohne Datum oder irgendwie sowas, ne? Natürlich. Okay, na schon. Trotzdem, gleiche Frage. Was schätzt du, welche Charaktere werden den Sprung nicht überleben? Ich glaube ja, Ike und Lucario zum Beispiel. Ich gehe auch von Ike aus. Ich gehe aber auch von Rob aus. Echt, meinst du? Ja, ich gehe davon aus, dass der den Sprung nicht schafft. Und eventuell Lucas. Ja, das könnte auch hart werden. Wäre jetzt so meine Frage. Ja gut, die Gastcharaktere sind sowieso fraglich, ob die nochmal Gastcharaktere sein dürfen. Richtig. Snake und Sonic. Und da bin ich mal gespannt, ob sie sich wieder aus irgendwelchen anderen Franchises da Charaktere zusammensuchen. Weißt du, wen ich aber auch... Über das Raster ist natürlich noch überhaupt nichts bekannt. Ja. Aber weißt du, wen ich auch echt fast schon glaube, dass er nicht nochmal vorkommen wird? Ja. Der Pokémon-Trainer. Das kann natürlich sein, ja. Ich glaube, bei Pokémon eigentlich sowas, wo am meisten jetzt immer ausgetauscht wird. Außer Pikachu und Pummeluff. Leider Pummeluff. Warum Pummeluff? Ich hab das nie verstanden. Man hatte damals einfach fürs erste Smash Bros. 64 die Wahl. Gut, Pikachu, was nehmen wir noch? Mewtwo? Nee. Pummeluff, der ist wichtig, ja. Genau. Was zur Hölle? Seitdem ist er immer dabei. Konnte ich nie mit umgehen. Ja, ich finde ihn einfach, ich find's einfach unnötig irgendwie. Ich meine, Pummeluff? Warum? Ja, Pummeluff kann einschlafen. Toll. Und einschläfern lassen. Super. Und Lucario ist raus. Ja, der hat jetzt nicht Backenfutter gerade gekriegt. So, auf den Kampf, wenn wir da mal noch was zu sagen, dann würde ich sagen, eigentlich sogar mal wirklich nicht so, dass man sagen kann, der ist jetzt klar der Stärkere. Ist richtig, das ist alles relativ ausgeglichen. Ich denke, das ist auch der Grund dafür, warum die Kämpfe im Endeffekt so lange dauern. Richtig. Wenn ich daran denke, dieser Kampf hier, also dieses Aufeinandertreffen, ist mehr als doppelt so lang wie alle Kämpfe von Marcel. Richtig. Ich bin gut, mal gespannt, ob... Sieh mal an. Ist auf jeden Fall spannend. Lucario kommt ja jetzt auch schon mal in den Bereich, wo er mehr Schaden macht. Seinen ganzen Aura-Attacken da. Ist dir das bekannt? Ja, oder? Ja. Allerdings, wie gesagt, ich konnte damit nie umgehen. Ja, also... Selber auch, ich finde seine Attacken einfach bis auf die Aura-Kugel einfach ein bisschen... die Reichweite ist mir ein bisschen zu kurz. Was? Echt? Lucario ist doch voll der Ranger. Mit seinen Smash-Attacken zumindest. Ja. ich wollte doch irgendwas zu der Kugel sagen. Was war denn das? Ah nee, zu... Ach, egal, habe ich vergessen. Blue Ball! So, aber jetzt kriegt er echt eine Packung und... Ja, das... Den nächsten Treffer wird er nicht überleben. Dann wird der Kampf nicht mehr gehen.
Dafür hat er jetzt echt recht starke Attacken, muss man sagen. Wenn er denn... Und ja. Das war's. Gut, dann gewann er tatsächlich in drei knappen Matches, relativ knappen Matches, gewann Sonic 1, der Typ 3-0.